Heute geht es nicht um unsere Motorräder, sondern um dieses gute Stück hier, unseren VW T5 California. You could be larger than life. Wir wollen euch heute zeigen, wie man den Faltenbalg vom Hubdach wechselt. Der Faltenbalg ist der Zeltstoff, der zum Vorschein kommt, wenn man das Hubdach nach oben fährt. Unser Faltenbalg ist immer noch Original, Baujahr 2008. Wir wollen den jetzt wechseln, weil er einfach ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Er hat ein paar Risse vom Vorbesitzer, der hat den mehrfach im Gestänge wohl eingezwickt. Und generell bei den alten Faltbälgen lässt sich kein Fenster wirklich öffnen. Also da kann man nur die Innenhaut wegtun und dann hat man immer nur ein Moskitonetz. Und seit der Modellgeneration T6 gibt es einen Faltenbalg mit einer ganz großen Frontöffnung. Kann man per Reißverschluss komplett öffnen. Das Geile daran ist zum einen, man kann super durchlüften, wenn es mal heiß ist. Oder wenn man Tiere drin hat, dann kann man die rausscheuchen vernünftig. Und das andere ist natürlich das Raumgefühl, beziehungsweise wenn du oben schläfst und du wirst morgens wach, du hast die Plane hier unten und es geht vielleicht gegenüberliegend gerade die Sonne auf oder die Sterne leuchten in der Nacht. Das finden wir einfach geil. Wir haben uns das jetzt auf einer Messe angeschaut und haben beschlossen, wir brauchen sowas auch. Und das führe ich eben jetzt hier mal vor, wie man den alten Balg ausbaut und wie man den neuen Balg da reinbekommt. Grundsätzlich braucht man dazu natürlich einen Faltenbalg. Die Teilenummern haue ich später noch in die Videobeschreibung rein. Dann braucht man einen Kunststoffkeil, ganz ordinär, nichts Besonderes. Kann man allerdings auch bei VW kaufen und eine Dichtmasse. Wie gesagt, das sage ich später noch extra was dazu. Wenn wir jetzt loslegen, wir fahren jetzt das Dach mal auf. Allerdings nicht komplett, sondern nur zu zwei Drittel. Damit dieser Zeltstoff quasi nicht gespannt ist, sondern ein bisschen lose. Und dann fangen wir an, dass wir quasi den alten Zeltbalg aus diesem U-Profil rausarbeiten und rausnehmen. Fangen wir jetzt einfach an. Ich habe so einen Kunststoffkeil hier. Den schiebe ich jetzt hier mal unter diese Dichtlippe. Diese Dichtlippe von dem Balg ist nämlich nur in so ein Profil reingeschoben. Und da müssen wir jetzt schauen, dass wir das Stück für Stück vielleicht raushebeln können. Siehst du, das geht ja schon. Genau. Und jetzt kann man das eigentlich ratzefatze rundherum rausziehen, glaube ich. Da oben machen wir das jetzt genauso. Fahren wir hier mal rein mit dem Keil. Ich habe jetzt schon ein bisschen vorgearbeitet. Dann arbeiten wir das Stück für Stück so raus. Und man kann dann natürlich gleich anziehen. Dann bekommt man das da besser raus. Der Balg ist raus. Hätte ich jetzt nicht gefilmt, hätte es vielleicht 30 Minuten gedauert. Also das ging wesentlich besser als sogar erwartet. Wenn man da ein bisschen vorsichtig ist, dann kriegt man den einen ganzen raus. Praktisch ist natürlich, wenn man das Dach ein bisschen in der Höhe variiert, speziell oben, fährt man es einfach ein bisschen weiter runter nochmal. Also ich fahre es jetzt so halb hoch und dann kann man einfach nochmal besser arbeiten, wenn man den oberen Teil rauszieht. Aber ansonsten geile Sache. Ich könnte mich jetzt auch hier an den Ausblick gewöhnen. Es ist nämlich 360 Grad Rundumsicht, das ist schon geil. Ich werde jetzt einmal diese Schienen sauber machen. Grundsätzlich eigentlich alles hier oben sauber machen, weil man hat jetzt hier einen super Arbeitsbereich. Und dann mache ich mich dran, dass ich den neuen Balg wieder einziehe. Ich ziehe den Faltenbalg erst in die obere Nut ein. Dafür habe ich den Balg schon mal oben sauber ausgelegt, so wie er dann grob hinkommt, damit man dann schon mal rundherum schön hinarbeiten kann. Wie gesagt, das Dach habe ich so weit abgesenkt, dass ich gut rankomme, auch mit der Leiter. Wichtig ist jetzt Kunststoffkeil, damit man den Gummi vom Faltenbalg sauber in die Nut reindrücken kann. Der hat zwei so
ja, Gummi-Widerhaken, Nasen würde ich das nennen. Und die rasten quasi in dieser Schiene ein und deswegen ist es wichtig, dass die ja wirklich fest reingedrückt werden. Nummer 2 ist Dichtmasse. Ich habe es hier original von VW. Schweineteuer, kann man sich ja vorstellen. Aber ich wollte jetzt da nicht irgendwelche Experimente machen bei dem Teil, auch von der Arbeit her, natürlich auch vom Preis. Drauf geschissen quasi. Die Bestellnummer für die Dichtmasse und auch für den Falkenbalk mit der großen Öffnung schreibe ich dann einfach unter das Video noch mit dazu. Dann weiß jeder, was oder wie er das bestellen kann. Und ja, ansonsten würde ich sagen, wir legen jetzt einfach mal los. Bevor wir jetzt loslegen, den Faltenbalk in das U-Profil einzubringen, ist es ganz wichtig, dass er richtig ausgerichtet ist. Der Balk hat an der oberen und unteren Gummidichtung 4 bzw. 5 Markierungen, also so Striche. Und diese Striche müssen immer da sitzen, wo die Aluminiumschienen einen Stoß machen. Oben ist es immer da, quasi wo die Rundung auf die lange Schiene an der Seite trifft. Also das ist sowohl vorne als auch hinten so. Da muss, wie gesagt, genau der Strich dann sitzen. Wenn man jetzt den Balk oben eingebracht hat, dann sieht man unten schon, da sind die Stoßstellen woanders, dass das woanders sitzt. Aber da kann man dann auch gar nicht mehr aus. Also wenn man quasi oben anfängt und dann unten nacharbeitet, dann sollten da diese Markierungen an auch den entsprechenden Stoßstellen sitzen. Das ist deswegen wichtig, wenn man später mal den Balk auffährt, dann und das passt nicht genau, dann wirft er Falten. Also da sollte man sehr, sehr penibel drauf achten. Und ich habe jetzt das quasi erstmal ein bisschen reingedrückt, habe mal geschaut, wie das halbwegs passt, wie das geht. Ich ziehe jetzt das nochmal raus, bringe dann hier einen Spritzer Dichtmasse ein und wenn ich das habe, dann ziehe ich final die Dichtung da, diese Tannenbaumdichtung in das U-Profil ein. Also ich habe jetzt mir das angeschaut, habe jetzt nochmal den Himmel, also die Ecken bzw. da wo die Übergänge sind, nochmal ein bisschen mit Malertape abgeklebt, weil falls es was von der Dichtmasse rausdrückt, dann hat man es halt einfach nicht auf dem Himmel. Dann zieht man das später ab und gut ist es. Jetzt von der Ecke hier zu da runter, die lange Seite, die kurze Seite habe ich auf einer Ecke. Was mir auffallen ist, du musst den Gummi auf jeden Fall ziehen. Das heißt, wenn ich jetzt den normalerweise reinstecken würde, dann wäre der hinten von der Markierung 5 cm zu kurz. Das heißt, man muss von Haus aus schon mit Zug das nach unten arbeiten und wenn man dann unten ist, kann man die Ecke machen als erstes und dann den Rest hier schön nach oben drücken. Das mache ich jetzt mal. Seite ist drin, rundherum mit Verklebung. Es ging verhältnismäßig gut. Das Einzige ist natürlich, du musst die ganze Zeit Überkopf arbeiten. Ich habe jetzt auch meinen Keil nochmal modifiziert. Der hat zwar super funktioniert grundsätzlich. Wichtig ist, wie ich vorher schon gesagt habe, man muss immer Stück für Stück an die Dichtung ranfahren mit der Spitze und das dann richtig schön fest reindrücken in das Profil. Aber dadurch, dass die Auflagefläche so klein war, da fällt dir nach kurzer Zeit irgendwie die Hand ab und jetzt habe ich quasi unten noch was geschraubt, damit man besser drücken kann. Das hat auch sehr gut funktioniert. Ja, und die Unterseite sollte jetzt eigentlich ein Kinderspiel werden. Ich fahre jetzt das Dach noch mal ein bisschen runter, dass der Balk quasi während des Einsetzens nicht in Spannung ist. Die Markierungen fluchten überall an allen vier Seiten, das passt. Ja, ich lege mal los und berichte dann, wenn wir komplett fertig sind. Tada, fertig. War wieder mal was braucht. Ungefähr 3 Stunden würde ich sagen fürs Einziehen. Ausbauen ging ja viel wesentlich schneller. Aber
Ja, das war jetzt kein Hexenwerk nicht, aber man sollte halt ein bisschen genau arbeiten, speziell auch schauen mit der Dichtmasse und so weiter und so fort, und halt das sauber mit diesem Keil wirklich in die Nut reindrücken. Ich kontrolliere das jetzt auch nochmal. Ich habe es auch schon mal aufgefahren, es ist auch faltenfrei, also wie gesagt, wenn man da mit den Markierungen darauf achtet, dass das passt, dann klappt das eigentlich auch wunderbar. Und wir sind total begeistert. Es ist nämlich echt geil, das ist ein ganz anderes Raumgefühl, wenn du da jetzt komplett aufmachen kannst. Und wen jetzt noch interessiert, wie hell oder dunkel das Ganze hier drin ist, also das ist jetzt eben der graue Balk. Wir haben jetzt ungefähr 1 Uhr mittags, schönsten Sonnenschein, also das, so hell wird es hier drin jetzt. Wenn euch unser Video gefallen hat, dann würden wir uns über einen Daumen hoch freuen. Abonniert unseren Kanal, da gibt es sicherlich in nächster Zeit noch mehr coole Bulli-Umbau-Videos. Ansonsten bleibt eigentlich nur noch zu sagen, wir wünschen euch frohes, fröhliches Basteln und genießt ja euren neuen Faltenbalk. Bis denn. Ciao! You know you could.